Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica Below Zero. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Ja, und in der letzten Folge haben wir ein wenig vorbereitet, denn wir wollten auf der großen Insel das letzte Erbauer-Artefakt einsammeln. Und zwar, wenn wir da mal raufgucken und ganz runter scrollen, fehlt uns noch das Erbauergewebe. Und ich glaube, das wird dieses Artefakt da sein. Es war jedenfalls mal dieses Artefakt. Gut, und ja, dafür müssen wir noch einiges sammeln. Es haben am Ende 4 Gelsäcke gefehlt. Die haben wir jetzt im Inventar. Dürften rein technisch jetzt hier auch Vollgas geben. Was macht denn mein Wässerchen hier? Gut, ich soll nicht immer das Salz rausnehmen. Wurde mir geschrieben, damit ich auch immer Wasser habe. Und ja, guck mal kurz hier rein, ne? Da ist er. Hydrauliköl, Patrone. Die bauen wir hier auch schon direkt vor Ort. Dann haben wir wieder Passwort frei. Können eventuell noch den einen oder anderen Salat herstellen für unsere lange, lange Reise. Das geht jetzt endlich. Aber ich füge die erstmal ab. Kann ich gleich neue machen? Ah ne, eine verweste wollte ich ja mitnehmen. Wenn, dann muss ich die nehmen. Weil hier kann man sehr viel besser pflücken. Das finde ich gut. Weil bei denen da hinten geht das gar nicht so dolle. Wie viele kriegt man denn da raus? So, scheiße, ganz schön viele. So, dann würde ich sagen, pflücken wir ein paar Schoten. Bis die Tasche voll ist. Kreieren uns noch ein paar Salätchen. Keine Haltbarkeit, das heißt, die sind ordentlich in Plastik verteilt. Verteilt. Und, ja, verschmutzen den Ozean hier nochmal mit. Aber ich glaube, man braucht gut Essen. Die geben 100% Wärme, falls mal Not am Mann ist. Da kann ich immer noch ein paar bauen. Was brauche ich denn? Ich brauche die... Oh, 1, 2, 3, 4. Ich habe viel zu viele genommen. Hippa, hippa. Na, immer noch 4. Wir wollen nicht übertreiben. Wir müssen ja kein Essen für 40 Mann mitnehmen. Das wäre ein bisschen übertrieben. Ich habe meine Stimme mal ein bisschen lauter gemacht. Das wurde mir heute nahegelegt in... WhatsApp von einem meiner Admins von Scum. Dass ich doch ein bisschen leiser geworden bin und ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen. Gut, jetzt haben wir definitiv das, was wir brauchen. Futter. Wir nehmen noch ein paar von diesen Bären mit. Verwest oder nicht verwest, wird wahrscheinlich keine Rolle spielen. Damit wir, wenn wir auf so einen Fieder stoßen, jetzt auch tatsächlich... Was haben wir denn jetzt hier? Salz, ne? Wasser braucht noch... Ewig. Okay, wir haben 3 Flaschen große Wasser. Ich kann einen Salat schon mal essen. Wir haben ja genug. Die werfen wir noch raus. Die Energiezellen haben wir auch mitgenommen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht mehr großartig viel tun. Wir müssen eigentlich gar nichts mehr tun. Ich wollte aber noch eine Sache bauen, die mir schon die ganze Zeit auf der Seele liegt. The aromatherapy lamp by Quasico can reproduce over 17,000 natural scents captured from hundreds of worlds. Von hunderten was? Ich hab's ja angemacht. Jetzt riecht's nach den Kackeplanet 13-4 im Omega-System. Und jetzt riecht's nach... Schon wieder nach Kacke? Naja, nein, Quatsch. Okay, genug des Quatschens. Ja, was bringt mir das denn gar nichts, oder? Gar nichts. Aber wie schön ist, dass man die Qualle sehen kann. Die wird auch größer noch, ne? Gut. Vorräte sind gepackt. Mit den 20% sollte ich eigentlich bis dahin kommen, ohne große Probleme. Ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Bisschen müde, war aber ein sehr ruhiger Dienst. Erstaunlich. War ein Sonntag, aber das spielt eigentlich keine Rolle im Rettungsdienst. Dass jeder Tag mal so, mal so. Und montags nach Hause fahren ist einfach herrlich, weil alle anderen müssen zur Arbeit und ich fahre nach Hause und spiele Subnautica. Viele große böse Fische. Ich habe grob in Erinnerung, dass wir da
dass wir da so einen Schlüssel brauchen irgendwie. Ich hoffe, das ist nur ein Gedankenfurz von mir. Raketeninsel, ein Weg. Aus. Energy sparen. Das ist weit. Auf jeden Fall haben wir dieses doofe Ding jetzt gebaut. Können die Brücke reparieren. Das hat alles spielerisch storyrelevante Elemente. Auch das mit der Brücke reparieren. Die bestimmt in der Endversion, in der 1.0, anders umgesetzt werden als so. Da ist jetzt einfach nur das eigene Wissen, weil wir das schon so oft machen mussten. Und in der Version wird es wahrscheinlich so ein bisschen mehr informativ getriggert, ne? Obwohl, tatsächlich gab es ja auch Story auf der Insel, ne? Da hat er ja gesagt, dass hier was ist, was mir helfen wird. Der Alan Harper. Nein, so heißt er gar nicht. Ist ja kein Schnorrer, der. Doch, eigentlich ist es ein Schnorrer, ne? Der tut uns die ganze Zeit anbellen, dass wir für ihn die Scheißarbeit machen. So, Landeplatz. Aber da, wo der Snape-Fuchs ist, da ist natürlich jetzt der richtige Platz. Das habe ich einfach nicht gefunden so richtig. Also, wir werden mit dem Schneefuchs wie der Teufel über die Insel cruisen. Ihr wisst, es gibt da so einen riesen Raketenwurm. Ich nenne ihn einfach mal so. Der gigantisch pompantisch ist und uns das Leben schwer machen will. Aber wenn wir da ganz geschickt dran vorbei cruisen. Dann kriegen wir das alles ganz gut hin, glaube ich. So. Weil irgendwo auf der Insel liegt da auch noch ein lilaner Schlüssel, oder? Jetzt bin ich mal gespannt, ob die voll geladen ist. Die Schneefuchs. Ja, die lädt hier wieder auf. Das ist cool. Gut, dann auf zur Bridge. Ich verstehe nur nicht, warum wir darauf nicht frieren. Also, ich fahre jetzt im Winter ja auch kein Motorrad, weil es scheiße kalt ist. Sprungmodul. So. Zack, rein. Und dann dürfen wir darüber cruisen. Kommt man da nicht irgendwie anders hoch? Ich denke nicht, ne? Bam! Schöne Animation. Das ist Subnautica, Leute. Diese komische Altera-Technologie, die hat irgendwas Sympathisches, weiß ich auch nicht. Glaube ich, noch irgendwas schnappen, oder? Die Leuchtfackel, die ist diesmal gar nicht so dumm, denn da können wir uns vor den Viechern verteidigen. Ich habe noch 3 Früchte, die dürfen wir werfen. Ich setze die mal, ja, ich mach's mal auf Repariertool und Bilder. Den brauchen wir gerade nicht. Messer und Scanner behalte ich mal in der Tasche. Gut, gebaut habe ich noch nicht den Pingu. Es gibt hier eine Menge zu erkunden, aber das würde ich gerne in der Full Version erst machen. I'm sensing interesting patterns to the northeast. It would be worth investigating. But be careful. Of what? I recall ravenous creatures tunneling beneath the ice. In Tunneln leben, das hört sich ja schon mal an. Was hat er gesagt? Nordwesten, ne? Da passt ja schon grob. Ja, das gab's früher nicht, diese Infos von ihm. Reparatur können wir doch gut gebrauchen, glaube ich, ne? Wegen. Was ist denn das Artefakt überhaupt? Was? Wir sind schon da? Das ist nur unter uns. Dann plündern wir uns hier nochmal durch. Lief nochmal ein PDA. Dürfte eigentlich nichts sein. Klopfer. Ach so,
Den habe ich auch noch nicht verstanden. Oh, was zu essen. Naja, die Besatzung, die hier arbeitet, muss ja mal was mampfen, ne? Alles geschnappt. Was mache ich denn hier oben? Weiß ich auch nicht. Muss eigentlich zu dem Loch. Komm ich durch. Ja, ganz so habe ich jetzt auch nicht mehr raus, was hier so gibt. Ich habe immer noch den Gedanke, dass wir was brauchen, was wir noch nicht haben. Titanvorkommen. Silbererze, Kupfererze. Also hier bin ich auf jeden Fall nicht richtig. Ich habe es noch grob in Erinnerung, aber das Spiel lässt dann ja immer Mordsumwege machen, damit man überhaupt irgendwas findet. Ja, wir werben uns ja auf. Z13, 118 Meter. Das ist ja verbuggt, dass das so zu lesen ist, glaube ich. Oh ja, stimmt, der Damage war immens an dem Ding. Ich kann leider nicht mehr richtig nach unten kommen. Naja, wir sollen ja runter, ne? Also. Mein Glück. Oh, das war blöd. Das ist weg von der Insel. Das war really doof. Ich hab den Wurm gehört. Das wackelt also doof. Da kann man den einpacken. Das haben wir besser, wenn wir ein bisschen schwimmen vor uns. Nein, das war nicht die richtige Etage. Zum Erbau-Artefakt Z13. Wie komme ich denn hier irgendwo wieder hoch? Praktischerweise einfacher, ja. Da muss ich nicht ganz zurück. Irgendwo gelandet, ne? Frag den Geier wo. Ach, da ist die Brücke oben, alles klar. Oh. Ich glaube, ich muss doch gar nicht die Brücke lang, ne? Kann das sein? Obwohl. Da wird es nicht klappen mit dem Weg. Also wir müssen da oben lang. 81 HP. Also das Ding geht schneller kaputt, als du gucken kannst. Das ist nicht gut. Der große Wurm, der wird mir die Hölle heiß machen. Und ich werde erfrieren, bevor ich mit diesem Artefakt ankomme. Ich dachte echt so ein bisschen an den Exo-Suit zum Spazierengehen. Da frierst du ja auch nie drin. Deswegen so falsch, hier oben lang zu fahren, ne? Weil das da unten ist. Aber es gibt ja immer noch diese Systeme, wo man runterlaufen kann. Fühlt sich ein bisschen komplexer an hier alles. Als ich das so in Erinnerung habe. Ein bisschen verworrener. Und hier geht's wieder ins Wasser. Nämlich gerade runtergehüpfelt. Eine Sackgasse ist es geworden. Oder? Erinnerungsfragmente machen sich gerade in mir breit.
durch und durch. Wisst ihr was, hier können wir locker flockig mal. Das will ich nicht wegwerfen, ehrlich gesagt. Das geht ja auch gar nicht. Also, das ist mir jetzt ein bisschen zu finster. So. Diamantenabbau. Ist ja jetzt spannend geworden hier. Was soll ich denn hier schon noch finden? Okay, wisst ihr was? Ich will eigentlich gar nichts davon wegwerfen. Ich hatte eigentlich getan. Und das Salz, verdammt. Oh. Ja, dafür habe ich ja das Essen gemacht. Ich dachte, wir wären in der Höhle und wird warm. Aber die Höhle sieht allgemein nicht wirklich warm aus. Spannend aus, ne? Schneefuchs? Hab ich dabei, gut. Ich bezweifle arg, dass das der richtige Weg ist. Deswegen brauchst du diesen Thermoanzug eigentlich. Oh, doch, das ist doch goldrichtig, oder? Der ist auch wieder warm. Oh, das sieht nach Alien-Kram aus hier, ey. Das ist die Brücke. Ich bin einfach zurückgelaufen. Okay. Ich glaube, ich laufe lieber. Shit. Ja, wir sind ja gerade runtergesprungen. Ich bin einfach wieder zurückgelaufen. Oh, das sieht nach Alien-Kram aus. Die Brücke, die wir gerade repariert haben. Das sieht einfach anders aus, weil es dunkel geworden ist. Aber wie bin ich denn jetzt hier hingekommen, mal zum Geier da? Auf solche Geräusche ist immer ein komisches Gerät. Das muss ich das nur finden. Ab und zu mal in der Höhle warm werden. Reib dir die Flossen. Schneller reiben, ja, es funktioniert. Hier geht's ja wieder hoch, verflucht. Na, hier sind wir runtergepurzelt, ne? Na, ist das jetzt wieder hier dieser Abbau von gerade? Ist er? Was, Wummi? Wir gehen einfach weiter in der Richtung. Wir entfernen uns. Das finde ich ein bisschen komisch. Ist das hier dunkel, ey. Ich glaube, das sind die Tunnelsysteme vom Wurm, oder? Ja, die Höhe passt schon mal. Eingestürzt. Was ist das denn jetzt, die Kupfer? Okay, das haben die... Ich glaube, das war früher nicht so, oder? Natürlich sehr gerne rum in so ein Wurmtunnelsystem. Ich glaube, ich bin gleich wieder bei der Brücke, oder? Gibt's ja einen nicht so ganz hohen Weg runter, aber wenn ich jetzt runtergehe, glaube ich, dass ich wieder falsch bin.
andere Seite. War spannender, glaube ich. Ja, da ging es nämlich ganz andersrum. Verdammt! Auch ein Tunnel, da sind wir auch gerade nicht gewesen. Mit dem Eis kann man nichts anstellen, ne? Schön verwirrend aufgebaut, die Map, ey. Wahnsinn. Das ist dann auch nur so ein Weg hier, krass. Ist zu und nicht in Richtung Artefakt. Ich bin mir unglaublich unsicher gerade. Werden nämlich gleich wieder genau darüber stehen und das war's. Das ist schon wieder der Bohrer. Scheiße, wie kommt man denn zu diesem Artefakt hin? Ja, hier waren wir schon. Tricky, tricky, sage ich euch. Hier haben wir wieder die Brücke. Das verdammt nochmal da unten wäre, ne? Und nicht hier oben. Naja, ich habe schon wieder so eine grobe Vermutung. Nein, nein, nein! Oh, fuck. Das Ding funktioniert ja am Wasser nicht so richtig. Aua. Was machst du denn da? Ganz grobe Vermutung. Aha. Oh. Another site found, but I cannot yet tell whether the others survived. Still, it holds valuable information. Du wirst weitere finden. I hope you will find more. Na, ich weiß, ich kann das scannen, aber. Das Exoskelett ist woanders, das weiß ich. Deswegen auch oben rum. Energiegenerator, Forschung, hä? Achso, ich dachte, das dürfen wir jetzt bauen. Blödsinn. Dann würde ich da was anderes machen, Geräuschen. Okay. Ich weiß, wo es gibt. Ich weiß es sogar. Grob. Jetzt müssen wir oben lang. Ich habe mich die ganze Zeit auf dieses Artefakt halt konzentriert, ja. Und dabei war der Weg eigentlich unten rum. Aber ohne Brücke wären wir da ja auch nicht rangekommen, oder? Doch hier, einfach locker hoch. Ist ja ein Ding. Schneller kaputt, als du gucken kannst. Also echt Obacht.
Höhle. Ich glaube, dass hier unten rum muss. Wow. Aber der Wurm ist schon richtig. Wenn wir uns auf Keks sehen, sind wir richtig. Schau, dass man sich so richtig umgucken kann mit dem Ding. Tipp oder so vom Spiel. Was ist das weit, ne? Oben ist was Alien-mäßiges gewesen. Aha, ja, das unbekippte Teil. Das lag mal woanders. Steigt er denn ab? Warum habe ich so nur 88 Energie? Wow, ein riesiges Lager. Das kannst du aber nur abbauen. Also wenn du ja lange noch spielen willst, nachdem du durchgespielt hast, kannst du doch richtig noch Ionenkristalle holen. Das ist einfach nur rückwärts gewesen. Oh, das ist hoch. Weiter geht die Reise da lang. Durch die Schluchten. Aber ich glaube, warum den lilanen Schlüssel? Den habe ich natürlich noch gar nicht entdeckt. Steigen die mal ab da. Wo soll denn das? Steigt sie freiwillig ab? Falsch. Fiesen Viecher. Flitzen wir bei Eiswald dann vorbei. Sprungmodul taucht nicht wie die Bohne. Lang verflucht. Sehe ich hier was oder sehe ich hier was? Eine Spalte, ein Schlitz. Von da kommen wir ja wieder. Frieren wir nicht, ne? Ah ja. Ich hoffe, das ist nicht der Rückweg. Mann, ich bin ein richtig guter Schneefuchspilot, wa? Also wesentlich viel seltener als früher. Früher war da irgendwie am laufenden Band da. Klumpen.
ins Labyrinth hier, ey. Architect data patterns are stored here. There is almost certainly vital information pertaining to my body construction nearby. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ich muss hier runterhüpfen. Das Spiel weiß schon Bescheid. Eisbomben, Abwehrmodul. Aha. So doof es ist, ich muss hier runter. Na ja, komm. Machen wir uns einmal fertig hier. Dann kriegen wir von alleine HP. Aber ich glaube, hier waren wir doch gerade schon, oder? Muss ja alles gleich aussehen. Nein. Ist auch schon wieder kaputt, ne? Nee, das ist eine andere Ecke. Ja, schnallt euch an, Leute. Kein Schlüssel erforderlich. Boah, Alter, wie habt ihr das noch im Kopf gehabt? Jetzt muss ich aber mal dick gelobt werden. Was ist denn das denn? Großer Smaragd. Nimm mit. Kannst verkaufen zu Hause. Körperteil. Da ist einer zerquetscht worden. The component you scanned can be used to construct several different types of tissue. The technology is remarkable. New blueprint synthesized. Several types. How do you avoid ending up with, I don't know, hooves where your eyelashes should go? That does not happen. At least not since the fourth iteration. Bla 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 bla. You have scanned all the components we need to make a storage. Body. Are you excited? Using the chemical compounds available in your body, I am able to approximate what you might call cautious optimism. Cool. Also. Magnetit, Titan, Lithium, billig. Polyalanin, das ist alles ein bisschen teurer. Synthetische Fasern kostet uns diese verfluchte Pflanze. Aber die habe ich ja noch, die Kacke. Und ein Aerogel. Nickel. Das heißt, wir können eigentlich nur zurückfahren. Wir haben alles erledigt. Nein. Mein Gott, nee. Rechts. So. Zurückkommen vor allen Dingen jetzt. So dumm. Das ist so dumm, dass die immer absitzen. Warum? Warum geht man freiwillig von diesem Ding runter?
viel mehr zu entdecken auf der Insel, aber das will ich lieber im finalen Teil machen. Mit den Abwehrmodulen und so ist natürlich irre, ne? Wenig Damage der macht eigentlich, ne? Ja, der kommt und du kannst nicht ausweichen. Der kommt und fertig. Stehst du da? Einstellen das Teil, oder? Ja, ich bin ja runtergefallen. Scheiße. Es muss auch immer Nacht sein, immer dann, wenn man keine Nacht braucht. Ne, dann ist Nacht. Jetzt soll ich ja wieder hoch. Ich will nach Hause. Oh mein Gott, nee. Na, hier waren wir noch nicht. Unheimlich aus. Ich glaube, das ist schon der Goldweg. Der Wurm lässt uns dann hier wieder in Ruhe. Weg hier! Entschuldigung. Eine Spucke verschluckt. Alter Schwede, ey. Ich mochte den Wurm noch nie. Ich fand den zu overpowered damals. Der ist jetzt aber nicht so stark. Aber hypernervig, ne? Also, das wird immer absteigt. Man muss ja wenigstens ausweichen können. Aber man kriegt ja das Modul. Jetzt hier an wie rückwärts wieder zurück. Nicht pieksen. Aber ich glaube, wir sind im Wurm, sind wir schon los. Hier ist diese Robotikfabrik. Und da ist die Brücke. Ha? Super. Schafft. Puh. Den Parken war aber brav. Es ist wieder hell. Danke, Spiel. Repariert sich und tankt sich wieder voll. Denke ich mal, wenn wir hier geparkt haben. Man sieht zwar nichts. Cool, ne? Ach, da steht sogar. 100% repariert, Ladung läuft. Gut. Das Ganze hat Energie? Nee, ne? Alles klar, jetzt haben wir noch ein paar Zutaten zu besorgen und checken direkt erstmal ab, was wir überhaupt schon davon haben. Bitte sei nicht leer. Oh, Telefon. Our searches have been useful, but ultimately I have no definitive evidence as to the fate of my people.
The network I hoped to rejoin may no longer exist. I cannot feel it. There could be a million reasons for that. Like, what if the network had a system update? They're on version 2001.4 and you're still on version 14.2. That would make me incompatible. How would I even begin to plan my upgrades? Okay, that's not what I meant. Bad example. You still know how to get home? Yes. So don't give up. Go there, see for yourself what happened. This isn't over yet. You are expressing optimism, but it is not supported by probability. Hope isn't based on statistics. It's born from a drive for something better. What you are describing is merely survival instinct. Klar, aber das nicht jeden halben Tag. Whatever you want, if it keeps you from lying down and giving up. My people do not lie down, if they still exist, which I cannot confirm. Welcome to life for the rest of us, Alan. Most of us don't get to know what's happening in every timeline. We have to go along with things and believe in life's potential. How do you bear that? There's a poem Sam loved. Hope is human. Hope is, right. Hope is the thing with feathers. This does not match any fauna designation I can find in your PDA. It's a line from an 18th century Earth author, Emily something. Hope is the thing with feathers. Oh, Kaffee. Bitte, kannst du zwei Kannen trinken, wie so lange labern die. And sings the tune without the words. And never stops at all. I promise we'll get answers one way or another, Alan. Adding hope to your database. Yeah, ich darf Hoffnung herstellen. Okay, wir haben zu tun. Wir brauchen erstmal Platz in der Tasche. Das nicht. Mein Gott, das nicht. Ich will die Namen nicht ändern. 1, 2, 3. Haben wir. Polyanulin, oder wie das Zeug da heißt. Gold und Salzsäure. Salzsäure braucht... Oh nein. Hüllenknospen. Die sehen doch ganz anders aus. Aber da sind wir ja hinten genau richtig. Alter, was ist mit dem Vieh, ey? Bimmel woanders. Boah, viele sind jetzt mit den Viechern hier auf einmal. Lithium, Magnesium, Titan. Eigentlich lächerlich, ne? Alles machbar. Und da sind wir hinten in dem Biom sehr gut aufgestellt. Und dann können wir runter zu Ellen. Rubin und Entwickelpilz. Ich, Gott sei Dank, habe ich zwei. Dieses Höhlenknospen dreimal. Ich hab Höhlendinger da gesammelt, aber das waren die falsch. Rosensporen. Die haben wir mitgenommen. Wurzelblasen. Da brauche ich gar nicht gucken, weil da weiß ich, dass ich nicht habe. Magnetit müsste ich noch in der Base haben. Titan dürfte eigentlich ein Klack sein. Das ist natürlich Kupfer drin. Das war so klar. Noch einen gesehen gehabt, da. Und da. Das ist doch eine Frechheit manchmal vom Spiel, ne? Genau das, was du brauchst, wieder nicht zu kriegen. Das ist immer Silber.
wirklich immer Silber, ne? Nö. Dann auf damit. Eine blöde Ecke zu besuchen jetzt hier. Blei. Ist aber in der Regel Titan. Wenn das Blei ihre Regel hat. So, viermal Titan. Also konzentriert uns jetzt komplett drauf, ja? Auf den Bau, den Zusammenbau. Das ist ja noch nicht das Ende, ne? Das ist ja noch lange nicht das Ende. Bam, 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 bam. Was ist denn jetzt schon wieder? We have gathered the necessary components to begin constructing my body. Oh, it's off the Great! What's next? Let's get you out of my head. First, you must find the fabrication facility. It is concealed at some depths. Fabrication facility? So you planned on needing to make new bodies? It is a standard medical facility. A medical facility where you just replace your whole body when it wears out? Sounds a little beyond standard to me. Did all of your people have access to that kind of mobility? Ours was a research mission of the highest importance. All of my people were not invited. So, what were you, a scientist like me? I am a scientist now. One does not simply cease to be scientific. Don't I know that? So, what happened? Your team found the vaccine and then... Please, Robin, you have the components. Find the facility and construct the body. Okay, but don't think I don't notice you changing the topic. We'll come back to this later. Okay, wir haben gleich schon zwei ready, ey. Es hat nur noch die synthetische Faser. Und dieses blöde Polydüdel-Düdel-Düdel-Düdel-Düdel. Das finden wir aber unter uns ungefähr. Bisschen woanders noch lang. Ich weiß, dass wir eigentlich Lithium in der Basis haben. Riesenfische sind ja da unten noch da. Die werden uns auch noch bespaßen. Welcome aboard, Captain. Lithium. Wir brauchen nur ein. Wir brauchen die hier nicht. Wir brauchen ja nicht mal was verfüttern. Witzig. Also und. Wo habe ich mein Magnetit? Da habe ich auf jeden Fall mehrere von gehabt. Dann haben wir schon mal zwei ready. Das ist schon mal geil. Oh, sag nicht, ich habe das... Wo habe ich das denn geparkt? Ich hatte ganz viel Magnetit. Ich weiß das. Aber nicht hier. Ich hab's ja, oder habe ich es verwendet tatsächlich für die Scheiße da? Mist. Fehlt mir das Magnetit natürlich, ne? Und die Salzsäure. Das Aerogel. Das kostet nochmal die synthetischen Fasern insgesamt. Ein Rubin und ein Wickelbildstück. Das können wir schon mal bauen. Aber gut, dass wir den nicht noch suchen müssen, ey. Das wird kosten an Zeit. Das sage ich euch.
finde keinen Gesack mehr. Ich wollte das auch schnell machen, dann haben wir dann schon so viel geschafft, ja? Dann müssen wir in der nächsten Folge nur noch Magnetit finden. Und dann können wir direkt zum Erbauer fahren. Gefährlich, aber wir können. Wen habe ich noch? Ja, wo ist denn jetzt ein doofer Gehersack? Kein Bock, den in der Folge zu suchen, denn in der nächsten. Da auch was in meiner Luft. Scheiße, findest du jetzt ohne Ende wahrscheinlich. Scheiße, ich bin in irgendeine Höhle. Muss ich hier wieder raus? Gott sei Dank. Gepriesen sei der Herr von Subnautica. Jetzt habe ich echt Schiss gekriegt. Wenn du jetzt stirbst, dann verlierst du noch seine Sachen. Du gerade frisch eingesammelt hast. Lass mich. Komm nicht mal auf den Grundgedanke, mein Freund. Achso, da fehlt der Rubin. Also ihr seht, es fehlt tatsächlich nicht mal allzu viel und das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann!